Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Atomic Zock zu einer neuen Folge Settlement Survival. Und ja, wir blicken hier auf unsere schönen Birnen, die wir hoffentlich demnächst ernten können. Ich weiß nicht genau wann. Fruchtbarkeit aktuell 0%. Müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, die brauchen auch 2 Jahre, bis die reif sind. Müsste aber, meine ich, jetzt in diesem Jahr ja dann fertig sein. Aber das werden wir ja sehen. Ja, 107 Bürger möchten neue Häuser. 5 Bürger wurden verletzt und einer hat Hunger. Das sind aber halbwegs normale Werte. Und ist derjenige, der Hunger hat, ja, muss er nach Hause und dann was essen gehen. Hier warten wir drauf, dass jetzt der dichte Obstgarten fertig gebaut wird hier nebenan, und dann können wir den hier auch bauen lassen. Wir hätten den auf Pause gesetzt, einmal aus dem Grund, weil wir vielleicht noch nicht 3 brauchen. Aber lass uns doch schon mal einfach 3 anlegen, dann haben wir auf jeden Fall genügend Obst. Und was auch ganz geschickt war, wir haben hier auf jeden Fall den Bambus bekommen und mussten das nicht zwischen diesen beiden hier aufteilen. Denn ja, aktuell haben wir 4 Einheiten Bambus, aber wir sind ja hier gerade bei der Bambusernte. Oder? Ja doch, sieht eigentlich so aus, ne? Wenn die jetzt hier den Bambus von den Feldern holen. Okay. Ja, was haben wir noch gemacht und was haben wir noch offen? Das haben wir hier vorne einmal. Unsere Dora-Station, die kleine. Die sollte ja hier unsere Bäckerei mit der Marmeladenfabrik und der Zuckerfabrik hier abdecken. Wir stellen hier nochmal irgendwie eine zweite Bäckerei dann auch noch hin. Hier haben wir ein kleines Lagerhaus. Ja, können wir erstmal so belassen. Aber diese hier, oh, guck mal hier, da können wir noch eine zweite Person einstellen. Gail und Dora werden dafür sorgen, dass diese 3 Produktionsstätten, bald dann auch die 4. Produktionsstätte, genügend Waren bekommen werden. Wir brauchen hier an dieser Stelle einfach Datteln, die wir hier einlagern. Hier sehen wir auch, okay, Volumeneinheit oder Gewicht 1. Ich bin immer noch nicht ganz so sicher, was das da sein soll. Ob das so ein, ja, so ein, wie heißt das denn? Einfach so ein Gewicht ist oder ob das irgendwie was anderes darstellen soll. Hier bei der Marmelade, und da haben wir uns festgelegt, dass wir das Ganze aus Birnen herstellen möchten. Jetzt können wir dann, wenn wir weitere Obstgärten haben, nochmal schauen. Ich glaube, 4 Pfirsiche können wir auch anbauen. Und Weintrauben meine ich auch. Das können wir dann aber schauen, wenn das Ganze dann soweit ist. Ja, und hier Mehl und Zucker brauchen wir hier auf jeden Fall auch. Hier Mehl im Verhältnis zu Zucker 2:1. Okay. Wir können hier, was hatten wir gesagt, wir waren 1000 Einheiten oder irgendwie sowas, so grob, hier lagern. Wenn wir jetzt von ausgehen, wir möchten jetzt Datteln haben, aus 2 Einheiten gewinnen wir 5 Einheiten Zucker. Das heißt, wir brauchen 6 Datteln für 15 Einheiten. Jo. Und Mehl müssen wir halt irgendwie auch noch heranschaffen. Dann lasst uns doch einmal hier schauen nach dem Mehl. Und ja, welche müssen wir hier vorrätig haben? Wir werden noch eine zweite Bäckerei hier hinstellen, dann nehmen wir mal 100. Wenn wir hier gucken, wir möchten dann ja dieses Toast produzieren, da brauchen wir sogar, ja, ist auch mit 30, okay. Hier liegen jetzt 212 schon im Bestand der Bäckerei. Ja, das legen wir trotzdem einfach mal 100 hier hin. Das sollte dann hoffentlich passen. Wir brauchen dann noch Zucker. Dann brauchen wir für dieses andere, da brauchen wir eine Marmelade, genau. Und die Marmelade, die stellen wir her einfach nur aus den Früchten. Gut, dann sagen wir doch hier den Zucker, da möchten wir 50 Einheiten hier mal vorrätig haben. Im besten Falle zumindest.
Und um 50 Einheiten herzustellen, da ist natürlich jetzt etwas schwer zu rechnen. Ja, gehen wir einfach. Von 45 werden das dann halt. Was hat man eben gesagt? Das sind 6. Dann wären das 18. Ja, komm. Ach nee, man datteln auch einfach 50. Soll man da jetzt so großartig rumrechnen? Lassen wir mal 50 Einheiten Datteln auch anliefern. Und hier für die Marmelade. Ich glaube, da können wir noch nicht ganz so viel machen. Genau. Obst werden wir jetzt nicht so schnell finden. Genau, aber das ist leider immer noch so, dass wir hier nur die Gegenstände haben, die wir auswählen können, die wir auch aktuell im Lager irgendwo liegen haben. Dementsprechend sind wir hier schon am Ende. Aber hier noch keine anderen Früchte, noch kein anderes Obst auswählen können. Aber jetzt dürfen die hier die Sachen einmal holen und hier vorrätig halten. Und dann mal gucken, ob das soweit funktioniert. Ja, Bambus sollte jetzt geholt werden. Dann können wir einmal wieder kurz uns einen Überblick verschaffen, ob wir hier irgendwo ein Fragezeichen haben, also sprich noch irgendwas einstellen müssen oder ein Ausrufezeichen. Hier haben wir wieder das Lager voll. Hier ist die Produktion am Limit angekommen. Wir haben Stahl auf 100 reduziert. Auf 100 Einheiten, die wir haben möchten. Und wir haben insgesamt 188 Einheiten vorrätig. Also sind wir da sehr gut dabei. Hier haben wir auch das drin liegen, was wir haben möchten. Ist wirklich alles soweit? Nee. Was uns hier fehlt, ist noch Leder. Die Bretter haben wir. Die Ziegel haben wir. Stahl haben wir. Holz haben wir. Industrie auch. Industriekraftstoff. Lehm haben wir, aber den Sand haben wir nicht. Irgendwie kommt die Produktion vom Sand nicht ganz so hinterher. Können wir hier irgendwas machen? Ja, Stahlwerkzeug, aber da haben wir nicht genügend. Aber das wollten wir, glaube ich, jetzt auch produzieren. Hatten wir hinten nicht angefangen, um. Ah ne, das war hier nur stabiles Werkzeug aus Hartholz, kein Stahlwerkzeug. Okay, dann müssen wir das vielleicht mal einkaufen, wenn wir hier eine Karawane losschicken, dafür uns dann mal passende Einheiten Werkzeug davon holen. Dass wir hier die Produktivität der Sandgrube etwas steigern können. Dann müssen wir nur einstellen, dass das Stahlwerkzeug dementsprechend nicht von unseren Bürgern benutzt werden darf, sodass sie nicht dann 100 einkaufen oder wegen 200, damit wir hier alle Sandgruben damit ausstatten können und dann nehmen sich die Bürger das, um damit zu arbeiten. Das möchten wir ja nicht. Warum wir hier? Hier haben wir tatsächlich ein Fragezeichen und das ist ein Hüttenwerk und wenn ich jetzt noch wüsste, was wir hier herstellen wollten, was haben wir denn? Wir haben im Hüttenwerk zweimal Ziegel, zweimal Glas, einmal nur Flasche. Wir wollten aber, glaube ich, hier oben auch Glas herstellen und das Ganze hier dann auf die Glasflasche stellen hier unten. Ja, kommt hier auch noch ein zweiter hinzu. Ja, überall zwei Leute drin, das ist schon mal gut. Und dann können wir hier oben dementsprechend Glas produzieren. Hier haben wir soweit erstmal ein paar Sachen zumindest vorrätig, nicht alles, was wir unbedingt bräuchten. Aber ja, es wird schon werden. Wichtig ist ja auch, dass wir hier diese Kette einfach aufrecht erhalten können. Wir sehen aber, vom Whisky haben wir nichts mehr vorrätig. Das könnten wir, das würde ich auch so machen wollen. Das sind dann doch ein bisschen breiter als gedacht. 6x6. Das kriegen wir hier so nicht hin. Gut, wir könnten die Straße auch hier lang leiten, aber dann haben wir hier unten so einen Bereich frei. 3x4, da kriegen wir auch nicht wirklich irgendwas hin. Und wie groß ist hier der Einzugskreis? Wir könnten das jetzt hier hinten irgendwie hinstellen. Also im Endeffekt
was gerade noch meine Idee ist. Mal, das wird doch hier eigentlich richtig gut passen. Dann hätten wir hier nur einen frei. Wäre aber aus meiner Sicht okay. Na gut, hier können wir es auch noch schön hinstellen. Ja, wir machen das erstmal hier so. Und so. Dann können wir hier nämlich noch ein bisschen mehr Whisky herstellen. Wir produzieren dann einfach dementsprechend beides mal hier unten, meinetwegen Spirituosen, und hier oben wird dann beides mal Whisky hergestellt. Müssen wir einfach mal schauen. Das wird dann aber schon hoffentlich funktionieren. Hier Jagd sollte auch gut dabei, aber eigentlich wollte ich hier hin, in die Schneiderei. So, die hat es hier auch gut was vorrätig. Leinen und Federn aktuell. Hier haben wir jetzt die Alpaka-Wolle liegen. Haben wir hier aber, glaube ich, noch eingestellt, dass wir auch genau beides auch nutzen möchten. Dann sollte das jetzt auch halbwegs funktionieren. Genau, wir brauchen hier Leinen. Und haben wir aktuell zumindest nicht hier unten. Ja, okay, gut. Da kann es mal wieder ein bisschen schneller laufen lassen. Hier sieht das auch aktuell richtig gut aus. Seile müssen wir noch holen. Da haben wir aber 107 noch irgendwo auf Lager liegen. Was ist es los? Okay, nichts anscheinend. Das ist auch gut. Hier schaut es auch ganz gut aus. Und hier weiß ich immer nicht. Also, das ist hier schon wieder voll mit irgendwelchen komischen Pflanzen. Wenn wir jetzt hier sagen, in diesem ganzen Bereich wieder bitte mal die Pflanzen einsammeln. Da müssen noch ein paar mehr Bäume gepflanzt werden können. Wir kriegen hier 650. Okay, wir kriegen hier sogar mehr Bäume als in diesem Holzfällerlager. Hat das natürlich hier verschwindend gering, was wir da bekommen. Dann hast du auch schon so weit umgestellt. Okay. Gut, wie viele Punkte haben wir eigentlich? Ah ja, 4. Genau. Und wir kriegen bald den 5. dazu. Und können uns da mal Gedanken machen, was wir hier noch uns freischalten möchten. Und da hatte ich ja mal gesagt, wollte ich mir das mal im Off in Ruhe anschauen. Das brauchen wir nicht im Let's Play uns gemeinsam ansehen. Denn, ich glaube, das ist nicht ganz so zielführend. Ja, das Lager hier ist halbwegs gefüllt. Ist noch recht viel frei. Da kommt wieder ein Schiff. Und hier oben, ah, das war eben das Bling. Das ist auch so ein kleiner Punkt, wo ich sagen würde, das könnte man vielleicht noch verbessern. Wenn irgendwie sowas fertig gebaut wird, dass man hier unten zumindest eine Nachricht bekommt oder hier vielleicht auch so ein Button einfach. Meinetwegen auch einfach ein Fragezeichen. Man draufklickt, so wie hier, dann kann man hier auch so die ganzen Einwohnern, die jetzt hier sich irgendwelche Gebrechen zugezogen haben. Und dass man hier halt dann dementsprechend hin und her springen kann. Und ja, guck mal an. Wir könnten hier Datteln anbauen. Die Pfirsiche, Weine. Weine. Die Weine können wir nicht anbauen, aber Weintrauben. Oder Birnen. Lass uns hier oben mal Pfirsich anbauen. Und ja, hier fehlt jetzt noch. Hier fehlen jetzt noch Ziegel und Glas. Hier sehe ich gerade noch, hier können wir noch ein bisschen Terraforming betreiben. Das ist nämlich auch alles flach an der Stelle. Und dann könnten wir doch hier überlegen, lass mal kurz gucken, die Kräuter werden so langsam echt knapp. Wir müssten hier nochmal schauen, dass wir bei der Landwirtschaft Wassergärten. Wir müssen natürlich hier auch am Wasser gebaut werden. Sonst ergibt das alles recht wenig Sinn. Aber die können wir hier oben ganz gut bauen. Mal die hier doch hinsetzen. Hier oben ein. Hier daneben können wir noch ein bisschen vorziehen.
Und den nehmen wir auch noch mal vor. Dann haben wir hier drei Stück, in denen wir dann noch mal Kräuter anbauen können. Und hier vielleicht sogar noch einen vierten nebensetzen. Tatsache. Ja, das machen wir auch. Was soll man sonst hier so machen? Dann bauen wir hier auch eine Straße dazu, dass die ganzen auch so halbwegs angeschlossen sind. Lassen wir eigentlich einfach hier so entlang laufen. Bis hier vorne. Außer dann die Frage, wie wir hier das Ganze gestalten möchten. Können wir hier mal den Weg ziehen? Und vielleicht so. Also, ob man da reinkommt, man weiß es nicht. Erstmal muss hier ein bisschen aufgeräumt werden. Wir haben hier noch ein bisschen Schilf draufstehen. Die Sachen sollten wir soweit alle vorrätig haben. Und dass ein Bau hier von nichts im Wege stehen sollte. Dann können wir hier auch noch schauen, dass wir vielleicht etwas mehr hier Viehwirtschaft betreiben. Wobei, was schalten wir uns denn so demnächst frei? Schon irgendwas hier auf der Reise? Ja, die sind unterwegs Richtung Lorenzo und die brauchen noch eine Laterne. Ja, das sollte ja machbar sein, ne? Das war das falsche Fenster. Reaktion wollten dahin. Ja, und Miau werden wir jetzt mit dem hier an Level 4 freischalten. Da kriegen wir dieses große Gebäude. Und das Theater. Bei Lorenzo werden wir uns noch nichts weiter was freischalten können. Wir hätten dann hier so eine Hartholzweide. Gleiche Funktion wie die Bioweide, aber verdoppelt die maximale Kapazität für die Viehzucht. Ja, dann lass uns auch hierauf warten, dass wir hier die Hartholzweide hinstellen können. Also ein bisschen mehr Richtung Lorenzo uns orientieren. Bei Rania, ja, da war ja jetzt nichts bei, was wir unbedingt haben wollten. Bei Carlos möchten wir ja hier hinkommen. Dann sollten wir da auch bald wieder Handel betreiben. Okay, die eine Karawane zieht es los, die andere Karawane kommt zurück. Wie schaut es denn hier aus? Wir haben hier einen Mangel an Rohstoffen. Wir brauchen Lampenöl. Und für 5 Einheiten Lampenöl brauchen wir 5 Zeiteinheiten, was auch immer diese 5 Zeiteinheiten dann sind. Oh, machen gerade noch hier ein bisschen langsamer. Wir haben hier einen Technologiepunkt erworben, hatten wir eben schon vorausgesehen. Mein Handelsschiff ist angekommen. Wir müssen uns kurz mal anschauen, was wir hier so drauf haben. Umfeld, Hundewelten, eben Goldsand, Schinkenfisch, diesmal Whisky, Lederschuhe, Fischernetz. Grobe Kleidung und Salbe. Brauchen wir alles nicht. Dankeschön. Ja, wo waren wir jetzt hier stehen geblieben? Hier unten. Wir brauchen also 5 Zeiteinheiten, um 5 Einheiten Lampenöl herzustellen. Und hier steht leider nicht, wie lange wir es dafür brauchen. Wir haben hier Lampenöl liegen und wir haben auch 50 Glasflaschen hier liegen. Aber offensichtlich haben Maureen und Moses keine Lust, die Beleuchtungsfabrik zu beliefern. Das ist natürlich äußerst ärgerlich. Gerade, wir sehen ja hier, die Stahlwerke stehen still. Da haben wir das Limit erreicht. Da geht es bald aber wieder weiter. Die haben aber auch noch gut was hier im eigenen internen Lager liegen. Hier ist das auch erstmal vollkommen ausreichend. Aber wir kriegen hier kein Lampenöl hin. Und was läuft da schief? Und wo
Okay, die gehen irgendwo hier hin, um Fett zu holen. Und, achso, die gehen nach Hause oder er? Moses. Er ist Lieferant? Ja, okay. Mal wieder etwas schneller laufen lassen. Oh, ein kleines Handelsschiff im Hafen. Ein ungewöhnliches kleines Handelsschiff legte nachts leise am Hafen an und ein hinterhältiger Händler verließ das Schiff. Unsere Handelskammer erlaubt keine private Preisanpassung, aber ich habe zu viele Lederschuhe auf Lager. Ich hoffe, dass ich sie günstig an Sie verkaufen kann. Bitte geben Sie sie nicht an andere weiter. Lederschuhe kaufen. 200. Bedarf Silbermünzen sind das 1000. Okay. Haben uns jetzt zu lange mit aufgehalten, wobei es jetzt nicht ganz so lange war. Dann haben wir eben keine Lederschuhe gekauft. Oh, wächst hier noch irgendwo ein schöner Baum? Nein. Ah, doch. Guck mal hier. Ja, wir haben genügend Silbermünzen. Wir kaufen einfach mal Lederstiefel. Und haben unsere Einwohner auch noch ein bisschen was zum Anziehen. So, hier oben möchten wir ganz gerne dann Spirituosen herstellen. Das Ganze natürlich aus... Ja, Bier könnten wir auch brauen. Hätte auch was, ne? Ah, wir bleiben beim Alkohol, bei den Spirituosen. Stellen das hier auch auf Spirituosen ein. Und das Ganze hier stellen wir um auf Whisky. Ja. Haben wir hier jetzt einmal Whisky-Produktion. Hier unten dann beides mal die Spirituosen-Produktion. Dann sollte das schon halbwegs funktionieren. Hier das mit unseren Hartholzplantagen funktioniert auch wunderbar. Werkzeuge haben wir jetzt auch einmal so einen relativ guten Vorrat. Das ist das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen macht hier mit den Kräutern. Aber sind wir ja dran, das Ganze zu verbessern. Oh, die Karawane ist ja schon wieder zurückgekehrt. Genau, das war ja die zurückkam von Lorenzo. Was kann uns denn so Lorenzo an Preisen bieten? Nur Eigenartikel anzeigen, die wir auch wirklich besitzen. Ja, wir verkaufen sicherlich keine grobe Kleidung. Werkzeuge könnten wir drüber nachdenken. Hier gerade dieses stabile Werkzeug bringt doch mal gut Geld rein. Die Sache ist nie, ob wir das unbedingt brauchen. Weil wir könnten jetzt hier auch bei den Lebensmitteln, wenn wir einfach sagen, wir verkaufen das Datteln, bringt nicht ganz so viel ein, aber wir verkaufen immerhin was, ne? Ich glaube, das würde ich auch machen. Und was wollten wir einkaufen? Wir wollten Stahlwerkzeug einkaufen. Stahlwerkzeug. Und ist sogar bei Lorenzo am günstigsten. Ja, guck mal, dann ist das doch schon relativ klar, was wir jetzt hier machen. Wir haben so viel Datteln. 13.000. Nehmen einfach 4.800 Einheiten Datteln mit und kaufen jetzt hier Stahlwerkzeug. Und davon 200 Einheiten. Ja, wenn wir ein bisschen draufzahlen müssen, ist ja egal. Und müssen jetzt nur einstellen, das war glaube ich in diesem Fenster hier möglich, Lagerverwaltung, Werkzeuge, dass wir das Stahlwerkzeug verbieten, dass wir das nicht einsetzen dürfen. Dann, ja, auf geht's.
Okay, hier gibt es einige Bürger, die jetzt frieren. Frage ist, liegt es daran, dass sie keine Kleidung haben oder was ist mit denen los? Ja, die haben alle hier grobe Kleidung, ist trotzdem kalt. Okay. Ist vielleicht ein besonders kalter Winter. Müssen wir einfach mal darauf achten. Ja, darauf achten sollten wir auch hier oben drauf, dass hier mal irgendwas gebaut wird. Aktuell wird hier noch nichts hingeliefert. Okay, wir sind aber dafür hier am Bauen. Und wie schaut es hier aus mit unserer Förderstation? Zucker haben wir schon mal drinnen liegen. 50 Einheiten. Ja, hier machen wir nochmal beim Zucker. Legen wir uns 100 Einheiten rein. Haben wir hier immer auch dichter welchen dran. Und vor allem, wir haben jetzt irgendwo 26 Einheiten, also können noch ein bisschen was holen. 50 Einheiten Datteln sollen hier liegen. Ja. Müssen auch noch anderes Obst hier unterkriegen. Aber wir sehen, wir können, so wie es aussieht, 1000 Einheiten hier lagern. Dann können wir von den Datteln auch durchaus 100 Einheiten hier lagern lassen. Sind die immer relativ schnell griffbereit für die Produktionsstätten hier. Und jetzt die Frage, haben wir hier schon irgendwie was an Birnen? Ja, haben wir. Birne, da möchten wir hier auch 100 Einheiten sammeln. Also hoffentlich kriegen wir die zusammen. Können wir hier Marmelade herstellen und können schon mal schauen, dass wir jetzt hier einen Betrieb bauen. Ne, Betrieb nicht, sondern Verarbeitung. Wo haben wir es hier? Die Bäckerei. So, könnten wir hier hinten hinstellen. Oder hier so in den Rücken der beiden. Ich würde aber hier, glaube ich, ein bisschen Terraforming betreiben. Und diesen Bereich hier einebnen. Bäckerei. Dann können wir die hier, ja, stellen wir die hier hin. Die ist nämlich auch noch mit drin, dann auch noch mit abgedeckt. Und dann bekommt die dementsprechend auch das Mehl, was wir hier lagern. Und dann irgendwann, was braucht sie noch? Marmelade, genau. Ja, noch haben wir keine vorrätig. Dieses Jahr haben wir noch schon welche produziert. Wurde aber offensichtlich von den Bürgern schon verspeist. Kann ich auch voll nachvollziehen. Selbstgemachte Marmelade, ja. Ist deutlich besser als gekaufte. Was haben wir hier? Die Amtszeit ist vorüber. Wir können es neu ernennen und das machen wir auch. Also ändern, das meinte ich, nicht neu ernennen. So, wir haben jetzt hier die Wahl zwischen Thomas und Adrian. Thomas genießt bei der Bevölkerung ein hohes Ansehen und wird von allen geliebt. Neue Bürger gewonnen plus 8. Brauchen wir aktuell nicht, wir sind noch recht gut dabei. Wir haben ja hier auch noch eine relativ hohe Anzahl, die eigentlich neue Häuser haben möchten. Was haben wir hier bei Adrian? Glaubt, dass die Aufnahme von Einwanderern förderlich für eine vielfältige Entwicklung ist und setzt auf eine Politik, die mehr Einwanderer aufnehmen wird. Dabei zwischen Ankunft der Einwanderer minus 10%. Ja, also eigentlich beides nicht so brauchbar. Wir nehmen einfach das Adrian. Ja, schade. Aber okay, dann haben wir jetzt zum Ende der Folge nochmal den neuen Bürgermeister gewählt.
und werden hier hoffentlich beim nächsten Mal dann einstellen können, ja, was eigentlich. Vielleicht könnt ihr das auch in den Kommentaren vorschlagen, was wir hier anbauen möchten. Wir haben die Wahl ja zwischen Birnen, Pfirsichen, Weintrauben und Datteln. Datteln würde ich jetzt nicht unbedingt, aber wenn ihr sagt, wir brauchen noch mehr Datteln, dann bauen wir hier auch Datteln an. Aber ich glaube, daraus können wir keine Marmelade herstellen. Oder? Nicht so wirklich. Also sollten Datteln nicht in die nähere Auswahl kommen. Also Birnen, Pfirsiche, Weintrauben. Oder was hatten wir noch? Genau, die drei. Ich bin gespannt, was ihr vorschlagen werdet. Ich sage halt erstmal wieder Danke fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin, macht es gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.